große Schanze hierher gefahren nach Banslem am See. Ist auch schon bestimmt bekannt, der Windpark. Der ist richtig cool, muss ich sagen. Hier wurden nämlich zwei Vestas V136, für mich auch ein Highlight heute, mit 166 Meter errichtet. Das ist im Zuge eines Repowering passiert. Ich kann das ja mal kurz so hier in Banslem sollten eigentlich 8 Südwind S70 stehen. 5 stehen jetzt noch hier und 3 wurden weggenommen für die beiden Vestas 436. Also es war mal ein Repowering hier. Wann das jetzt war? 2018 steht jetzt. Inbetriebnahme 2018 von den beiden Vestas hier. Ist schon geil. 166 Meter Nahenhöhe. Das sind jetzt die größten Anlagen, die ich bisher so live sehe. Das höchste war jetzt, glaube ich, 160, 161 Meter. Ja. Wir haben hier noch V112. Ich kann ja mal vorlesen, was hier alles rumsteht. Uno Momento. Ein Hoch auf das Internet. So, wie gesagt, Südwind S70 waren 8 Stück mal hier. Davon stehen jetzt nur noch 5 hier. Die haben 85 Meter Nahenhöhe. Die sehen voll ulkig aus gegen die Riesen hier. Das ist Wahnsinn. So, 70 Meter Rotorgemesser, jo. Dann haben wir noch zweimal Neck Micon. Mit 93 Meter Nahenhöhe. Welche sind, wo sind sie denn jetzt? Neck Micon, haben wir hier welche? Doch, da stehen sie doch. Sind das Tausender? Ne, 1500er sind das. Bei 2 Stück. Eine steht da. Die dreht sich sogar. Und da hinten steht noch eine. Da. Oh, ist das geil. Der fetzte Windpark wieder. Dahinter ist noch ein Windpark, aber da fahre ich jetzt nicht mehr hin. Wer es weiß, kann es ja dann in die Kommentare schreiben. Das sieht aus wie Vestas V80 oder was? Was da steht. Oder ist das schon V90? Naja, schreibt in die Kommentare. Da gibt es auch genug Leute, die sich auskennen hier. So, gut. Wie gesagt, Neck Micon haben wir zweimal. Dann haben wir dreimal von 2000, siehst du, ich habe jetzt ganz vergessen zu sagen, von wann die Anlagen waren. Die Südwind S70 waren von 2002, dann die Neck Micon waren von 2006. Jetzt haben wir von 2015 Eno Energy 114er mit 3,5 Megawatt, 127,5 Meter Turmhöhe. Die stehen da. Wie viel haben wir davon? Ich glaube, sind mehr. 1, 2, 3, 4. Eine kam bestimmt noch dazu. Mal gucken. Doch, da ist noch eine. Ja. Die kam 2014 dazu. Auch dieselbe Leistung. Ne, 100. Die hat eine Turmhöhe. Doch auch 127,5 Meter. Jo. Auch 114. 114 Meter Rotordurchmesser. Und dann die Nahenhöhe beträgt 127,5 Meter. Ich meine, das ist auch schon hoch, ne? Eine Vestas hier ist schon fett, ey. Richtig cool. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Ja, wie gesagt, die Enos sind von 2014, 2015. Ja, was haben wir noch? Vestas V90. Eine. Wo steht die? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Haben wir noch eine V90 hier stehen? Ja, da hinten dann, ne? Schon die neuere mit Quad Streamer, Top Cooler, wie auch immer. Jo, V90. Sie ist an die spitze Nase. Ja, dann kann ich gleich den Unterschied mal zeigen. Ich stehe nämlich hier unter einer Vestas V12. Das ist ja, wie fett die Nase ist. Die haben wir, warte mal. Was steht hier? Uno Momento, da von 2014 2 Vestas 412, 3000 kW, Turmhöhe 119 Meter oder Nahenhöhe halt. Ja, da steht die andere. Da hinten ist dieser schöne Berg dazu. Das sieht schon richtig geil aus. Richtig schickes Wetter heute, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Dafür, dass ich nur einen Termin in Halle hatte und eigentlich wieder nach Hause fahren wollte. Aber es war dann richtig cool. Der Himmel klarte auf und ich dachte mir, okay, ja, willst du auch ins Fernsehen? Ja? Prima. Super. So, da haben wir sie jetzt durch, wa? Ich kann noch mal kurz was erläutern zu den Vestas V136, zu den beiden. Die haben eine Leistung von 3450 kW. Sind von, ne, hier steht in Betriebnahme 2019. Na, was denn nun? Richtig cool. Also haben wir jetzt insgesamt hier, ich zähle mal die Anlagen, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück haben wir hier stehen. Geil. Ja, hier natürlich auch wieder angekrakelt, die schöne V112-Anlage. Ach, die sind auch noch die besten hier mit die 112er. Schön. Ah, sieht schon geil aus da mit dem blauen Himmel da hinten. Dann der Berg. Und da hinten ist ja lauter Windräder noch. Ich sage ja, man braucht echt einen Camper, um sich das alles mal in Ruhe anzusehen. Und halt natürlich viel Zeit. Ich habe jetzt keine Ahnung, was hier für Windräder da hinten noch stehen. Ich sehe es jetzt auch nicht so richtig durchs Display, weil das so blendet. Ja. Schöne Landschaft hier, muss ich sagen. Ja, die Windparker habe ich jetzt auch nur gesehen durch große Schanze da hinten, wo ich war, bei den V90 und bei den G-Energy 1.5er. Davon gibt es auch ein Video dann auf meinem Kanal. Ist auch nur ein kurzes. Ja, was willst du da großartig filmen? Da finde ich den hier spannender, muss ich sagen. Gerade mit den großen Vestas V136 mit 166 Meter Armhöhe. Ey, da hätte ich mal voll Bock, da hoch zu klettern. Das wär's. 166 Meter, das musst du mal reinziehen. Ey, es ist Wahnsinn. Und ich habe meine Drohne nicht mit, ich könnte mich so in den Arsch beißen. Ey, da könnte ich so geile Aufnahmen wieder machen. Den Größenvergleich so, ne? Hier sieht man es ja ein bisschen. Aber ja, mal gucken. Ich stelle mich mal woanders hin. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen verdeutlichen. Von weiter weg sah es schon Hammer aus. Ja. Naja, die trudeln hier ein bisschen, die Anlagen. Wenn du überlegst, die alten S70-Anlagen hier von 2002. Die haben noch die alten Beleuchtung drauf da hier, diese Befeuerung, diese riesengroßen Lampen. Aber ich überlege bei den Dewind D6 hier in Drohndorf, die hatten ja glaube ich noch größere drauf. Davon kriege ich übrigens eine. Die wird dann noch angeschlossen und dann stelle ich mir die in den Garten, dann kann ich schön blinken. Hammer. Ja, naja, gut, dann fahre ich mal zu den V136 und stelle mich drunter, ne? Dann bis gleich. So, hier sieht man vielleicht ein bisschen Unterschied. Weil es 85 Meter. Hat den Südwind und dahinter dann die fetten Okolyten mit 166 Metern Armhöhe. Ist schon gigantisch. Gucken, wo ich hier rinkomme, dann irgendwo muss es ja rinnen hier. Ich glaube da vorne. Gut aus da. Da hinten bei der 112er war ich. Geht jetzt den Weg rein, ich will mal kurz in die Enos und dann schauen wir mal. Boah ey, das ist geil aus. Die Enos sind noch ein paar Brummer, ey. Da hinten. Kleine Südwind, sieht so ulkig aus. Heftig. Na passt da, da komme ich doch hin, glaube ich, oder? Bin ich jetzt drin? Ja. Machen wir erstmal hier rein. Ja, da kommen wir hin zu 136, ja. Der Weg ist nicht so prall.
wird ein cooles Wetter. Da fahre ich jemand hier zur Eno. So, jetzt stehe ich unter einer Eno. 114. Schönes Teil. Zwei drehen sich jetzt. Bei der dritten ist der Service da. Ach nee, drei drehen sich, Entschuldigung. Da hinten sind ja vier Stück hier. Ja. Das Wetter ist echt genial, muss ich sagen. Da steht da oben irgendwas Schönes dran. Irgendwelche Daten noch. Warnung, bla bla bla. Nö. Nichts Besonderes jetzt. Ja, da hinten ist wohl Esperstedt Obhausen Windpark. Da sind Fuhrländer, Enerkorn, alles mögliche stehen. Man sieht es jetzt nicht so dolle, weil die Sonne knallt dahin. Was ist das? Das sind doch noch Vestas-Anlagen, oder? Das sind doch, glaube ich, von 90, die alten. Sieht so aus. Nicht vor 80, vor 90 müssten das sein. Jetzt sieht es ganz schön. Eine Servicemonteur stand vorne da oben drauf, also nicht auf der jetzt, sondern die still steht da drüben. Die da. Ach, der ist ja noch da. Ich will jetzt den nicht filmen. Sieht auch schon okay aus, wenn da so eine kleine Person auf so einem riesen Monster steht. Da hinten ist Wandsleben. Nicht Wandsleben, die große Schanze. Wandsleben bin ich ja jetzt hier. Ja, da sind die beiden großen 136er. Hier haben wir eine Neck Mika eigentlich, aber Vesta steht dran. Das sind 1500 kW Anlagen. Die 82er, die sind auch schon riesig eigentlich, ey. Wahnsinn. Ja, dann sind das. Ach, siehst du, die startet hier, die Südwind. Schön. Das ist cool. Die drehen sich jetzt. Der Wind hat zugenommen. So, jetzt sitzt nochmal schnell 236 und dann war's das. Ich hoffe, sie bleibt jetzt im Betrieb hier und dreht sich weiter. Aber ich denke mal schon, dreht sie ja fast alle jetzt eigentlich. Bis auf die eine S70 da, die steht. Der Rest dreht sich und die Eno halt, die halt einen Service bekommt oder irgendwas. So, da ist der Brummer. 166 Meter hoch. Zieh da das mal rein, ey. Wie geil. Das ist die erste Vestas, also überhaupt Windrad. Für mich jetzt mit dieser Höhe. 160 war mein Rekord, mein persönlicher. Und jetzt die hier, 166 Meter. Boah, geil. Ist schon cool. Das ist Wahnsinn, was man so bauen kann in der Höhe, ey. Mega. Natürlich mein Messrad jetzt nicht mit, was das für ein Turmumfang hier ist. Hätte mich jetzt interessiert. Ich habe das auch lange nicht mehr gemacht, siehst du. Extra so ein Teil gekurft und jetzt sieht's rum. Oh ja, klar, ey. Ist die hoch, ey. Okay. Was alles so möglich ist, ey. Heftig. Dagegen sind die anderen echt mini aus. Eine Ingenieurskunst. Ein Ingenieur hat's nicht schwer. Ja, man sieht den Turm gar nicht. Ich muss mal ein Stück zurückgehen. Ui. Schön, ey. So.
sieht auch gerade geil aus mit den Lichtzonen. Die Sonne, die Wolken, einfach genial. Ist das ein Okolyt, ey. Junge, Junge, Junge. Das habe ich schon von weiter weg gesehen, dass die doch ganz schön hoch sind. Die höchsten von Vestas, die ich glaube gesehen habe, waren mit 149 Meter oder so. So knapp 150 Meter Nabenhöhe. Die hauen nochmal richtig in drauf hier. Naja, jetzt habe ich sie auf dem Kasten. Was für ein Zufall. Eigentlich war halt das überhaupt nicht vorgehabt heute. Wie gesagt, nur Termin in Halle gehabt und dann gedacht, okay, fährst du mal nach Hochschanze hier und Holleben. Und dann siehst du hier auf einmal den Windpark noch. Da hatte ich rangezoomt, habe nur die Enus gesehen, dann die großen Vestas und dann dachte ich mir, okay, da musst du nochmal schnell hinfahren. Ich sagte, das spielt ja mit, kann man ja mal machen. Ne? Da hat die Südwind startet auch gleich. Also sie laufen noch, sie sind noch im Betrieb, das ist schön. Da hinten steht noch eine still, die hat sich vor den Club gedreht. Ja, naja. Richtig geil. Wahnsinn, ey. So, die Südwind da hinten startet jetzt. Sieht man, wie sie die Flügel in den Wind schmeißt, pitcht. Da, so. Richtig geil. Oh ja, die alten Kisten, ey. Da sieht man echt mal einen Unterschied. Alt und neu. Wahnsinn. So, jetzt habe ich mich noch auf den Berg gestellt hier, den kleinen Hügel. Ja, nochmal ein schöner Rundumblick. Und jetzt wird es das gewesen sein. So, nochmal dahinter. Jetzt wird es wieder ganz schön frisch. Schön die beiden 412er. So, Südwind drehen sich. Viere jetzt. Die steht immer noch. Ja, hier die V82 oder die Micron 82. Auch schon was Seltenes. Ne? Dann die Eno. Die 114er. Dann noch eine Vestas V90. Ja, zum Abschluss die beiden fetten V136. Ne? Gut. Dann soll es das hier gewesen sein. Ich bin ganz schön hoch jetzt. Oh, cool. So, jetzt stehe ich noch mal kurz hier unten bei der Südwind S70, die hier still steht. Auch schon angesprüht, aber gut. Die wird bestimmt auch bald abgebaut. Ja. Ich wollte noch mal kurz das da zeigen. Sieht so geil aus, ey. Wie die Eno die Südwind überragt. Hammer. Ja. Judy, dann war es das hier von Wanslem am See. Rinne hauen, ne?